Moin, moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Age of Conan Unchained. Ich bin's André. Und es ist einfach das blutigste Abenteuer, was ich je erlebt habe hier. Wir sind hier in einer ganz, ganz gefährlichen Gegend. Bei den Vanir, da brauchen wir 120 von ihren Zähnen, aber sie sind trotzdem Banditen. Hat aber eine Menge bei sich. Eine Zitrone war das. Das schmeckt mir. Ja, ich muss hier leider durch, weil ich muss bis da nach hinten. Das ist echt eine krass verdammt lange. Verdammt krass langer Weg. Also ich hoffe ja, dass ich für diese Aufgabe hier ordentlich EPs bekomme. Wenn ich die abgebe oder gut entlohnt werde, weil das ist schon Hardcore, wo ich hier hin muss, ja. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen unschlüssig, wenn ich jetzt da nach links laufe, weil das mich so ein kleines Unterbrücherli. Nicht, dass ich da nicht langkomme, oder? Deswegen wäre der Weg, glaube ich, der. Nee, der ist es nicht. Dieser hier ist der bessere. Okay, anscheinend sind wir aus dem Gebiet raus von den Vaniers. Das ist ja klasse. Hätte ich ja so nicht gedacht. So. Okay, wir müssen uns hier links halten. Es geht immer weiter höher. Ja, ist das richtig? Ja. Auch wenn es alt ist, aber der Ausblick ist doch toll, oder? Klar sieht es jetzt nicht so gut aus, aber hat ja auch was, oder? Finde ich schon cool. Ach du Scheiße, der nächste. Sind wir hier oben? Jetzt sind hier oben Spinnen. Ist ja alles voll mit Spinnen. Ja,
Der Weg ist hier nicht eingezeichnet. Aber guck mal hier, muss ich das aktivieren? Oh, hier ist ein Dorf. Ist ja verrückt. Ja, und hier ist. Ich muss hier eine Aufgabe abgeben. Ach, hier ist Wolfsauge. Ah, okay. Alter, wie verrückt ist das denn bitte? Ich grüße dich, wie jeden Freund Cimmeriens. Riona aus der Siedlung möchte, dass ich mit dir spreche. Riona? Wer ist sie und warum fragt sie nach mir? Sie ist die Schwester von Häuptling Thorin. Mir fällt nur wenig zu diesem sturen Feigling ein und nichts davon ist freundlich. Sie teilt die Ansichten ihres Bruders nicht, aber sie will sich ihm trotzdem nicht offen widersetzen. Hallo? Welchen Wert hat sie dann für mich? Sie denkt, du könntest ein wertvoller Verbündeter sein. Dann scheint sie weiser als ihr Bruder zu sein. Was möchte sie wissen? Sie möchte wissen, wer du bist und was ihr hier tut. Ich bin Kern Wolfsauge. Bevor alles vor die Hunde ging, war ich Jäger. Jetzt bekämpfe ich die Varnier. Auch wenn es vielleicht närrisch sein mag, hoffe ich, die Clans von Cimmerien gegen sie vereinen zu können. Du nennst dich Wolfsauge. Du hast etwas Nordländisches an dir. Ja, das kommt wahrscheinlich von meinem ymirischen Blut. Ich habe ihr helles Haar und die gelben Augen. Aber ich bin in Cimmerien geboren und liebe dieses Land und seine Bewohner. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Es ist leicht, sich weh zu vertun. Richtig. Und eine Menge Varnier dachten genauso. Bis es zu spät war und mein Schwert ihnen die Augen geöffnet hat. Ich kämpfe für Cimmerien. Erzähl mir mehr über diese Varnier. Die Varnier kommen aus den nördlichen Ländern. Sie stammen von Frostriesen ab und deren Blut ist stark in ihnen. Ihr Anführer heißt Grimnir Sturmbringer, ein Monster von einem Mann. Er war es, der die erste Invasion anführte. Was ist mit diesen Grimnir Sturmbringer? Als wir die erste Welle der Varnier zurückschlugen, wurde Grimnirs Herz durchbohrt. Aber in weniger als 2 Wochen kehrte er mit noch mehr Angreifern zurück. Ich befürchte, sein Riesenblut macht ihn nahezu unsterblich. Können die Varnier dann überhaupt besiegt werden, wenn ein Unsterblicher sie anführt? Selbst wenn wir ihn jeden einzelnen Tag niederschlagen und töten müssen, wir werden siegen. Es gibt so viel Blut zu vergießen, egal ob Riesenblut oder nicht. Lass uns über etwas anderes reden. Worüber möchtest du plaudern? Kann ich irgendwie helfen, die Varnier zu besiegen? Mal sehen, du bietest deine Hilfe an. Du gehörst nicht zu den Leuten aus der Siedlung, oder? Nein, ich nehme von niemandem Befehle entgegen. Ja, solche Krieger liebe ich. Ich werde nie etwas von dir fordern. Aber wenn du helfen willst, erwarte ich, dass du zu deinem Wort stehst. Das werde ich. Was kann ich tun? Direkt nordwestlich von hier ist ein Speerlager der Varnier. Ich möchte, dass du ihren Anführer Arnulf Eisklinge tötest und einen hier Vorräte stehlst. Valach, da drüben beschwert sich ständig über den Mangel an Decken, Bettzeug und Essen für die Männer. Ich kümmere mich darum. Um an die Decken und das Bettzeug zu kommen, musst du ihr Lager nördlich von hier überfallen. Das Essen wirst du den Vani aus ihren toten Fingern reißen müssen. Sie werden es nicht ohne Kampf hergeben. Bring alles zu Valach da drüben und versuch dich nicht von einer Vani-Klinge aufspießen zu lassen, okay? Ich würde es hassen, jemanden zu rächen zu müssen, den ich kaum kenne. Achte gut auf dich. Wer hat noch eine Aufgabe? Welche Neuigkeiten bringst du? Was können wir noch tun, um Häuptling Thorin zu überzeugen, euch zu helfen? Wir müssen eine weitere Nachricht schicken und sie muss überzeugend sein. Ich will den Kopf des Kriegsherrn Torkval auf einem Pfahl vor Thorins Hütte sehen. Hilfst du uns? Helfe euch. Du hast dich als wahrhaft mächtiger Verbündeter erwiesen. Geh in Torkvals Speerlager östlich von hier, lass das verfluchte Blut der Nordländer in Strömen fließen und bereite die Nachricht für Häuptling Thorin vor. Er soll selbst sehen, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Komm dann mit Thorins Antwort wieder zu mir. Und was wirst du tun? Was ich immer tue. Ich töte diese Hunde von Varnir, die jeden Tag versuchen, an uns vorbeizukommen. Achte gut auf dich. Okay. Hallo. Warst du auf der Jagd? Was jagst du? Ich jage alles, Welpe. Egal wie viele Beine es hat, wenn es sich bewegt, weiß ich, wie man es tötet. Aber ich komme in letzter Zeit nicht oft dazu. Verdammter Krieg, Fremder. Jagst du auch? Ja, das tue ich. Dann bist du mein Mann, ganz sicher. Ich kann hier nicht weg, aber es ist wichtig, dass jemand auf die Jagd geht. Das hört sich interessant an. Wir brauchen Wildschweinefleisch. Wildschweine sind keine leichte Beute, aber sie schmecken hervorragend. Jag ein paar für mich.
Und wir werden uns heute Nacht am Lagerfeuer die Bäuche vollschlagen. Oh, und könntest du die Gedärme von einem mitbringen? Südlich von hier, kurz bevor du zum Vorratslager der Warnje kommst, findest du eine Menge Wildschweine. Wozu brauchst du die Gedärme? Für Rostkatze, Kerns grausamer Wolf. Er folgt uns, seit Kern sich vor einer Weile mit ihm niedergelassen hat. Scheint so eine Art Freundschaft zu sein, irgendwie unheimlich. Leg die Gedärme einfach auf den Hügel direkt hinter dem Lager. Wenn du sie auf dem blutbefleckten Felsen legst, findest du Frosthatze sie schon. Und bring mir dann das Fleisch, okay? Kannst du das für mich machen? Klar. Ah, das höre ich gern. Viel Glück auf der Wildschweinjagd. Ich freue mich auf das Fleisch heute Nacht. Und denkt an die Gedärme für Frosthatze. Bis später. Okay. Osthatze. Die Spinnen brauchen wir ja nicht, ne? Ah, toll. Ist aber alles voll von den Viechern. Oh, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. So, aber es sind hier oben, sind jetzt hier wieder Vaniers. Aber wir wollten noch Wildschweine jagen. Sterbe ich. Das war mein Ende. Und ich wollte so gern diese Kiste haben. Aber Gott sei Dank ist es nicht weit. Die Berglichtung ist ja hier gleich um die Ecke. Meine Lieben, ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr der ganzen Sache noch ein Like da lassen würdet. Mein Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich nicht die Glocke vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich wirklich sehr. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, macht's gut, euer André und ciao.